Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, auf dieses Video haben schon sehr viele gewartet. Ich wurde immer wieder danach gefragt, und zwar, wie mache ich meine Videos, wie schneide ich meine Videos, wie mache ich die Thumbnails, welche Softbox benutze ich. Und das alles möchte ich euch heute mal in diesem Video zeigen. Ich mache praktisch die Mischung aus einem Making-of und einem, keine Ahnung, einem, was ich so habe, an Zeug, an Filmzubehör. Ja, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Du willst beim nächsten Video gegrüßt werden? Dann schreib einfach einen Kommentar mit dem Hashtag Familie Sonnenschein. Ja, wie ihr sehen könnt, ist hier die Luxusvilla. Da hinten ist auch der Garten. Ich verlinke euch mal rechts hier oben auf dem i das Video zu der Luxusvilla, wie ich die umgebaut habe. Und die Roomtour generell hier von diesen paar Zimmern. Ja, meine Luxusvilla steht auf einer Holzplatte, wie ihr sehen könnt. Wir haben die im Obi gekauft, die ist circa einen halben Zentimeter und die Holzplatte steht dann auf einem Holztisch und ja, genau, die Holzplatte ist beklebt mit hier diesem Rasen. Ich verlinke euch mal dieses Produkt auch unten in der Infobox, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und wie ihr sehen könnt, ist der auch festgeklebt. Ja, hier vorne hat es nicht ganz gelangt, aber sonst ist alles komplett festgeklebt. Wenn man einmal von hinten drauf schaut, dann könnt ihr auch die Straße sehen. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, wie ich die gemacht habe. Ich finde die so, so cool. Das verlinke ich euch auch ebenfalls mal hier oben auf dem i. Ich finde einfach, die schaut so echt aus. Total cool. Und viele fragten auch wegen meinem Hintergrund. Den könnt ihr sogar kaufen. Ich verlinke euch auch den mal unten in der Infobox. Ja, das ist so eine Platte. Die ist gar nicht so dick, aber sie ist dennoch sehr, sehr stabil. Ja, und die geht einmal hier hinten rum und die kann ich da hinstellen, wo ich sie halt gerade brauche. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch zwei Softboxen. Also das sind das da und das da. Die geben mir Licht beim Filmen, damit ihr gute Fotos und Videos bekommt. Softboxen haben ein sehr, sehr helles Licht. Und die Softboxen kann ich hier hinten an den ganzen Rädchen auch verstellen in der Größe und ob sie höher sein soll, niedriger, das kann ich da alles einstellen. Und da drüben habe ich nochmal die gleiche. Und auch die Softbox ist in der Infobox verlinkt. Und auf der anderen Seite dann der Platte stehen meine anderen zwei Häuser, wie ihr sehen könnt. Die sind ebenfalls auf einem Tisch drauf. Und dann habe ich hier noch ein weiterer Tisch. Hier habe ich gerade das Playmo-Button gedreht. Und was für mich sehr wichtig ist, ist dieser Stuhl. Der hat da unten nämlich Rollen dran. Dann kann ich mich dann da hinhocken und kann von da darüber rollen und kann mich dann auch gleich umdrehen zu meinem Bastelplatz. Wenn ich Geschichten schreibe, dann mache ich das meistens auf dem Computer. Ich habe hier auch schon einige Sachen geschrieben. Das sind noch lange nicht alle. Aber ich habe vor kurzem angefangen, die hier oben zu sammeln. Das ist dann praktisch das Skript. Da steht genau drauf, wer was sagen muss. Als ich zum Beispiel das Playmobil-Backen für euch gedreht habe, habe ich mir auch ein Skript geschrieben, was ich alles sagen muss. Und ich finde, das ist jedes Mal auch eine Menge Arbeit, bis man das geschrieben hat und dann noch fotografiert und gefilmt. Aber auf jeden Fall hilft es sehr gut, wenn man sich so ein Skript schreibt, so ein, ja, sagt man Skript? Ich glaube schon. Dass man sich nicht so oft verspricht. Das ist sehr, sehr praktisch. Wenn ich ein Zimmer einrichte, dann habe ich natürlich kein Skript oder ähnliches. Das mache ich einfach freihand, wie ich Lust habe, wie es mir gerade einfällt. Ja, also da habe ich nichts. Weil mich auch manche wegen meiner Kamera gefragt haben. Ich habe eine Canon EOS 700D, eine Spiegelreflexkamera und ich finde sie total super und ich komme mit der super gut klar. Und was ich euch noch sagen wollte, ich habe früher nämlich auch nur mit meinem Handy gefilmt und ich finde, die Videos hatten da auch schon eine relativ gute Qualität. Also ich finde, so eine Kamera ist kein Muss. Ich finde, ein Must-Have ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall die Softboxen, weil wenn ihr gutes Licht habt, dann habt ihr auch automatisch eine gute Qualität auf eurem Handy oder eben auch auf der Kamera. Nachdem ich dann das ganze Video gedreht habe, habe ich natürlich ganz viele Einzelstücke. Und ich würde sagen, jetzt wechseln wir mal rüber und zwar zum Schneiden der Videos. Ja, und jetzt bin ich auch schon an meinem Computer. Weil manche auch von euch fragen, welchen Computer ich habe. Ich habe den MacBook Air von 2017 und kann euch den nur sehr weiterempfehlen. Ich finde ihn sehr, sehr gut und komme auch sehr, sehr gut klar damit.
Ich habe das Schnittprogramm iMovie und mir reicht es auf jeden Fall momentan noch aus fürs Videoschneiden. Ein paar mehr Effekte würde ich mir ab und zu wünschen, aber das ist auf jeden Fall alles kein Problem und alles machbar. Ich gehe jetzt mal in das Programm rein und hier könnt ihr mal die ganzen anderen Projekte sehen. Und jetzt gehe ich mal in dieses da rein. Ja, das ist das Video, was ich gerade schneide, was ihr heute zum Anschauen bekommt. Genau, hier oben sind meine ganzen Clips, die ich für das Video verwende. Hier unten den orangenen Strich, da seht ihr, was von dem Schnipsel praktisch verwendet wird. Ja, und dann da unten sind meine ganzen Schnipsel, die kann ich dann da reinziehen, bearbeiten. Ich kann hier auch den Ton lauter und leiser machen. Und hier rechts oben sind auch noch ein paar andere Tools, die ich machen kann. Zum Beispiel kann ich die Clips schneller machen, ich kann die Farbe ändern, ich kann sie farblich verändern, ich kann sie sogar noch zuschneiden. Ja, das kann ich hier oben alles machen. Und jetzt gehe ich mal auf Google Chrome, weil ich möchte euch noch so ein paar Seiten zeigen, die ich immer so nutze. Ich habe da erst das letzte Jahr einige coole Seiten gefunden. Und zwar einmal haben wir hier Pixabay, mega cool. Ihr könnt die Bilder eingeben, die ihr sucht und die sind dann GEMA-frei oder wie auch immer man das nennt. Also die könnt ihr in alle eure Videos einbauen, ohne da irgendwie Ärger zu bekommen von YouTube. Dann habe ich auch noch Free Sound, kann ich euch auch sehr empfehlen. Es ist in Englisch, aber es gibt ja Google-Übersetzer, wenn ihr noch kein Englisch könnt. Und dann könnt ihr da oben irgendeinen Begriff eingeben in Englisch und dann bekommt ihr ganz viele verschiedene Sounds zu dem Thema vorgeschlagen. Das ist gerade für Geschichten total cool. Und zum Schluss habe ich noch Canva. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Die sind übrigens alle kostenlos. Ihr müsst euch zwar anmelden, aber ihr zahlt nichts. Ja, ich bin schon angemeldet bei Canva. Hier drückt ihr dann oben auf Home und dann könnt ihr hier eingeben YouTube. Und dann kommt hier YouTube Miniatur. Da drückt ihr dann Doppelklick drauf. Und dann könnt ihr da auch eure Thumbnails bearbeiten, ja, indem ihr hier bei Uploads ein Foto hochlädt, das könnt ihr dann da reinziehen zum Beispiel und dann könnt ihr das auch noch beschriften, zum Beispiel hier mit Text oder irgendwelche Elemente hinzufügen, das ist sehr, sehr cool. Allerdings nutze ich das nicht so oft. Ich habe nämlich schon ein Programm auf meinem Computer. Und zwar muss ich dazu einfach ein normales Foto aufrufen. Und dann habe ich hier oben diesen Stift. Wenn ich dann da drauf drücke, öffnen sich hier oben so ein paar Tools. Und dann kann ich da auch einige Sachen hinzufügen. Zum Beispiel kann ich hier Schrift hinzufügen und kann dir dann auch noch eine Kontur geben. Das mache ich dann hier oben und kann die umranden und so. Ja, Bilder hinzufügen geht bei dem Programm nicht, aber das mache ich auch meistens gar nicht. Dann könnt ihr hier oben noch das Bild etwas bearbeiten, zum Beispiel den Kontrast erhöhen oder eben lassen oder niedriger stellen, was ihr wollt. Da gibt es auf jeden Fall noch einige Möglichkeiten. Und ja, genau. Und die Sonne und so, die ich immer in meinem Bild habe, das habe ich auch alles mit Canva erstellt. Ja, wenn ich dann ein Video exportiert habe, gehe ich natürlich auf YouTube und dann drücke ich hier oben auf das Symbol, das ist das Symbol fürs Hochladen und dann lädt mein Video hoch. Das kann manchmal ziemlich lange dauern, je nachdem wie das Internet gerade mitspielt. Hier oben habt ihr einmal eine Leiste für den Titel eures Videos. Der ist begrenzt, ich glaube auf 100 Zeichen. Ja, dann kommt die Infobox, die ist, glaube ich, auch begrenzt, irgendwie auf 6000 Zeichen, also da könnt ihr echt viel reinschreiben. Ja, und dann habt ihr hier noch so ein großes Feld, da sind die ganzen Tags drinnen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwas sucht, sagen wir, ihr sucht Playmobil-Videos, dann ist es sehr sinnvoll, wenn ihr in diesen Tags das Wort Playmobil und Videos drin habt, weil dann ist es wahrscheinlicher, dass euer Video vorgeschlagen wird. Und hier unten kann ich ein Thumbnail hinzufügen. Dazu muss ich hier drauf gehen und dann kann ich halt ein Foto auswählen. Ja, das Thumbnail ist immer das Bildchen vorne auf dem Video drauf. Und dann gibt es hier rechts noch ein paar Einstellungen. Da kann ich dann einstellen, wann es hochgeladen werden soll, indem ich hier das geplant benutze. Oder eben gleich öffentlich
Und dann kann ich hier das Video noch zur Playlist hinzufügen. Da habe ich auf jeden Fall auch schon einige Playlists. Und da lade ich halt so meine Videos hoch. Natürlich gibt es da noch ganz viele weitere Einstellungen, aber ich glaube, das wird dann noch irgendwann uninteressant, wenn ich jetzt weiterrede. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt jetzt neue Tipps und neue Programme und neue Webseiten, die ihr jetzt für euch nutzen könnt. Und ja, schaut auf jeden Fall mal in die Infobox dabei. Da sind alle Produkte verlinkt, die ich in diesem Video hatte. Ich probiere es zumindest so gut, wie es geht, die unten zu verlinken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss! Links und rechts könnt ihr jetzt noch auf zwei weitere Videos tippen, wenn ihr noch mehr Geschichten und Playmo-Specials von uns anschauen wollt. Und hier könnt ihr uns kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video von uns gibt.